über diesen Tag der Auferstehung, dass sich der Mensch an diesem Tag wünscht, sich loszusprechen und loszusagen von allen Freunden, Bekannten, Familien, Verwandten. Er würde alle in die Hölle schmeißen, nur damit er selbst nicht in die Hölle kommt. Er würde seinen eigenen Vater in die Hölle schmeißen, seine eigene Mutter, seine Ehefrau, seine Kinder, alle, allesamt. Wenn du ins Paradies gelangen könntest, aber mit der Bedingung, alle Menschen müssen in die Hölle, würde jeder von uns sagen, ab in die Hölle mit ihnen. Hauptsache ich nicht. Wie wachsam der Muslim ist, wie sehr er überlegt, und zwar, wenn der Muslim diesen Ruf hört, erinnert er sich, es gibt noch einen Ruf. Es wird noch einen Ruf geben, und zwar der Ruf Yawmul Qiyamah. Allah Azza wa Jal sagte, يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ. Am Tag, da sie den Schrei in Wahrheit hören werden, das ist der Tag des Herauskommens. Das heißt, der Muslim, wenn er diesen Adhan hört, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dann stellt er sich vor, wie werde ich sein, wenn ich zur Versammlung, Al-Hashr, zur Abrechnung vor Allah subhanahu wa ta'ala gerufen werde. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über diesen Tag der Auferstehung, dass sich der Mensch an diesem Tag wünscht, sich loszusprechen und loszusagen von allen Freunden, Bekannten, Familien, Verwandten. Er würde alle in die Hölle schmeißen, nur damit er selbst nicht in die Hölle kommt. Er würde seinen eigenen Vater in die Hölle schmeißen, seine eigene Mutter, seine Ehefrau, seine Kinder, alle, allesamt. Wenn du ins Paradies gelangen könntest, aber mit der Bedingung, alle Menschen müssen in die Hölle, würde jeder von uns sagen, ab in die Hölle mit ihnen. Hauptsache ich nicht. Allah Azza wa Jal sagt, يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. Der Übeltäter hätte es gern, wenn er sich von der Strafe jenes Tages loskaufte mit seinen Söhnen und seiner Gefährtin und seinem Bruder und seiner Familie, die ihn aufgenommen hat, und allen, die auf der Erde sind. Er wünscht, dies möge ihn hierauf retten. Yawm al-Qiyamah wird dir keiner helfen. Und deswegen alle schlechten Freunde, die dich zur Sünde animieren und auffordern, die werden dir Yawm al-Qiyamah nicht helfen. Du kannst nicht Yawm al-Qiyamah sagen, oh Allah, er hat mir gesagt, ich soll sündigen. Jeder ist für sich verantwortlich. Und deswegen rette sich, wer kann, heißt die Devise. Und deswegen muss der Muslim, wenn er diesen Adhan hört, muss er sich daran erinnern, Junge, es gibt einen Tag, an dem werde ich gerufen. Und an dem werde ich keinen Menschen mehr kennen, weder meinen Vater noch meine Mutter noch meine Kinder noch meine Verwandten. Und an diesem Tag wird mir nichts helfen, außer die Niederwerfung vor Allah subhanahu wa ta'ala. Das lässt den Menschen natürlich umso sehr sich freuen darauf, dass er nochmal die Chance bekommen hat, in seinem Leben Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten. Was wünscht man sich in diesem Moment, Yawm al-Qiyamah, wenn man gerufen wird? Was wünscht man sich in diesem Moment mehr, als ein Gebet zu verrichten? Ein Gebet verrichten zu dürfen, um die Gnade Allahs zu erlangen, ohne die am jüngsten Tag kein Mensch gerettet werden kann. Sicherlich empfindet der Muslim das kommende Gebet als hervorragende Gelegenheit, sich von den Sünden zu reinigen und seinen Herrn zu bitten, ihn recht zu leiten und sein Herz zu heilen. Allah Azza wa Jalla sagt, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. An dem Tag, da weder Besitz noch Söhne jemanden nützen, außer wer zu Allah mit heilem Herzen kommt. Und damit ist Al-Adhan eine wunderbare Gelegenheit für das Herz, Demut zu empfinden. Wer bei der Gebetswaschung, beim Adhan, bei den nächsten Punkten vor dem Gebet schläft, wer da nicht sein Herz aufweckt, der wird dann, wenn er Allahu Akbar sagt, noch nicht bereit sein für die Demut. Und deswegen wird er auch dieses Gebet nicht genießen. Jeder, der das Gebet genießen möchte, der immer und immer wieder beten möchte, der einen Drang empfinden möchte zum Gebet, der süchtig nach dem Gebet werden möchte, muss vor dem Gebet sich vorbereiten. Ohne diese Vorbereitung klappt es nicht.